Okay, da komme ich nicht hoch. Oh, Kiste. Help! Ja, mal rein, mal gucken, was hier los ist. Komme ich eh nicht weiter. Kein Alarm. Es ist gut, dass kein Alarm ist. So, angeblich wird da ein Durchgang sein. Aber ist nicht der Fall. Also ich komme zum Riesenrad. Ich glaube, da haben wir, glaube ich, wieder so einen blotten Prügelfight. Hoch. Ich glaube, das ist auch nichts, ne? Hey, Bundy, I ain't got all fucking night. Thank you.
Du bist Bundy. You've got something I need. Right, Pier Keys. It's all looking rosy. Guck mal da, ein Chopper, ein Helikopter. So. Haben wir hier irgendwas? Anscheinend aber nicht. Leerer Fähigkeitsslot. Oh, Tatsache. Fähigkeit erweckt den Pyromanten in dir. Geil. Zum Ausrüsten der Fähigkeit ist Dropkick erforderlich. Unten Stufe 2. Dick ich an, schlimmes, ne? Here we go. Ended up here to retrieve this blood drive laptop. Jog nonchalantly back through the carnage, and I'm out of here. Jetzt gehe ich aber noch mal kurz aufs Klo und mach mir kurz einen Kaffee.
So. Brauche ich noch eine? Wieder runter zum Strand, ne? Ja. So ein Schimmelchen. Durch. Reston Safe Schlüssel. Ah, das ist gut. Warte mal, dass wir gleich, dass es gleich rauskommen ist, wenn ich mir den Schlüssel zu geben. Oh. Ooh, hello. That sounds like a turd in the salad.
Meter voll. Huch. Nach dem muss ich nachher gucken. Golfschicker brauche ich nicht. Bodies have been dragged away over the roof. What did she say? I don't know. Stop! Stop! Go back to the pier! What is that? Habe ich ganz leise noch gehört. Gegentreten. Okay. Waffe ist jetzt broke. Da hinten ist wieder was. Ja, da. You wanna share the joke, you funny fucker?
Oh, hello. I'll cut through here. Ah, sticky carpets, Bazooka Joes, stealing credits with a bit of bent wire. Takes me back. Warum bin ich nicht alleine hier? Ah, da ist die Sicherung. Gut. Was kriege ich? Klettstange. Kann ich verkaufen. So. Jetzt das letzte Stück zu anrauchen. Danach habe ich nur noch zwei. Und dann nochmal 5 Zigarren. Und wenn ich die 5 Zigarren nenne, wahrscheinlich morgen. Spätestens übermorgen aufgeraucht habe, weil die Zigarren werde ich heute nicht mehr anfangen. Dann höre ich auch auf. Dann habe ich Pi mal Daumen fast ein Jahr durchgeraucht. Ich habe letztes Jahr im Mai irgendwann angefangen. Ich glaube Ende Mai, glaube ich, letztes Jahr. Und wenn ich jetzt Ende April aufhöre, kann ich sagen, dass ich bis auf einen Monat ein Jahr durchgeraucht habe. Na klar, wenn ich jetzt nur die Rauchtage zusammenrechne, es gab natürlich ein paar Tage, wo ich nicht geraucht habe, komme ich vielleicht auf 9 Monate, wenn ich nur die Rauchtage zusammenrechne. Aber verteilt habe ich jetzt letztes Jahr im Mai angefangen. Wo ich das jetzt fast ein Jahr durchziehe. Eigentlich wollte ich ja nur wenn nur einen Monat machen, wann überhaupt und nicht wieder ein oder länger. Oh mein Gott. So, ich habe jetzt im letzten Jahr, glaube ich, irgendwas zwischen 200 bis 300 Euro weggeraucht. Ich glaube, Minimum 200, Maximum 300 Euro. Also irgendwas um den Dreh. Davon hätte man sich andere Sachen kaufen können, aber mein Gott. Abo, Option. Okay, online.
Was? Marketing Telemetriedaten? Wieso habe ich das auch schon heim? Stimmst du den Upload anonymer Telemetriedaten von Ellen zu Marketingzwecken und zur Verbesserung des Spiels zu? Wenn nur diese Option ausgegraut ist, hast du uns bereits deine Zustimmung über eine andere Plain Software gegeben. Okay, also hier habe ich jetzt aus. Ach, wahrscheinlich weil ich bei World War Z das deaktiviert hatte. Da hatte ich ja die PS4-Version mir nochmal runtergeladen von World War Z und die haben das ja auch, glaube ich. Und da habe ich das, glaube ich, deaktiviert gehabt. Vielleicht muss ich dann aber nochmal einfach nur ins Hauptmenü wieder zurückgeben, dann kann ich es wieder aktivieren, glaube ich. Swingerbus, nein. Wie gesagt, ich bin da live. Da wird das die Musik in WOD ist ja direkt ausgeschaltet immer. Also das heißt, wer sich morgen oder nachher die WOD anguckt, wenn ich offline bin, wird wahrscheinlich die Musik, die jetzt am Anfang des Spiels oder jetzt im Hauptmenü zu hören ist. Sofern ich natürlich jetzt auch zu hören bin, kommt immer drauf an, eventuell nicht mehr zu hören sein, weil es dann deaktiviert wird in den VODs. Wenn ich natürlich jetzt ein Let's Play aufzeichnen würde, dann müsste ich den Streamer-Modus einschalten, dann wird grundsätzlich sämtliche Musik, die lizenzrechtlich ist, gleich da deaktiviert. Aber wenn ich live bin, da passiert dann meistens immer nichts. Ich glaube, es ist bis jetzt grundsätzlich nie was passiert, wenn man Game gestreamt hat und dann Lizenzmusik lief. Also wenn ich jetzt allgemein jetzt noch, was ich Musik am Laufen habe, was ich Rammstein, Metallica oder so ein Gedöns, dann wird es dann eher zum Urheberrechtsverletzung kommen. Also sogar das wird in den Videos dann deaktiviert, automatisch. Aber ich will es auch nicht riskieren. Ich kann mir, glaube ich, zwei erlauben. Beim dritten Mal, so wie bei YouTube, ist der Kanal weg. Und ich hatte bis jetzt auf Twitch noch keine. Das will ich auch nicht. Und wenn Twitch mal sagt, wir bannen deinen Kanal wegen Beleidigung, Rassismus und Hass nicht gesehen, weil ich ja meistens beleidigt werde, wenn ich in Rage in einem Spiel bin, das kann ich dann noch nachvollziehen, dann gehe ich ans Let's Play wieder zurück. Dann hatte ich eins damals auch angefangen auf YouTube nur mit Let's Plays vor. Ich glaube, mein YouTube-Kanal habe ich glaube seit 2010, glaube ich. Angefangen habe ich glaube ich mit den ersten Aufnahmen durch 2013. Oder 2014. Glaube ich. Und Livestream habe ich glaube ich. Mein Twitch-Kanal habe ich seit 2014 und Livestream habe ich glaube ich 2016 angefangen. Shutter, but no juice.
Achso, von oben. Und die Flüssigkeit. Whole place has been mothballed. If I can just find the power switch. Digga, da war ich wieder mal schneller, glaube ich. Als mich von der. Oh, ich habe mich doch von der Schrotflinte treffen lassen. Something's going around gutting people. And it ain't me. Dich habe ich diesmal gesehen. Okay, Tombola. Cool. Do not touch. Digga. No. Drück doch gleich alle Tasten. No. Wakanda. At least I'll be able to see where I'm going. Yeah, yeah. You're all mouth and no trousers. Hallo Freunde. Hallo Freunde. Dich hatte ich. Vielleicht doch zwei Schläge tot. Das sehe ich nicht mehr ein, dass ich in zwei Schlägen verrecke. Whole place has been mothballed. If I can just find the power switch. Digga, ernsthaft? How many? Okay, Tombola. Hallo, kann ich die Scheiße überspringen? Cool. Ja. At least I'll be able to see where I'm going. Jacob wins. Kann ich jetzt hier auch ein Spielchen spielen? Ich hab den Coin. Schade. Cool. So, der nächste wäre da unten.
Ah, ich bin kurz vor 22. But also? Oh, crap. Mach ich mal die Tür da hinten auf. Also das ist einer in der Mülltonne. Wollte eigentlich dahin gehen. Das rausgeholt. Ja. Ich dachte, ich erzähle. Geh zum Riesenrad. Ich sag mal, ich mach nicht lange, ne? Und dann ist das Spiel doch so gut, auch wenn ich so richtig hart drüber fluche und spiel trotzdem weiter. Vorne rechts. Irgendwo da vorne rechts. Jo. Ey, wieso hänge ich immer an irgendeiner Scheiße fest? Hier durch. Ja. Oh man. Awesome big wheel.
Achso, das ist die Werkbank. Aber irgendwas wird hier hinten wahrscheinlich sein. Right, where's the security? Stroke janitor, stroke cleaner, stroke manager, stroke zombie arsehole. Safety lock. I'll have to stop this big wheel. So, here you all are. Better late than never. Hallo, geh doch mal meine Fresse, wieso gibst du mir mal Slow Motion? Wirklich kann ich so nicht platt machen. Are we all done now? Yes? Thank you.
Finally. Now to switch this wheel off. Wetten, dass es hier gleich losgeht. Rewrite, why not? Fried onions and candy floss. Takes me back. Alle Jahre wieder sitze ich auf dem Riesenrad. Oh, hello. Some kind of zombie pedo. Zombie pedo. Ja moin. Oh, watch out, mate. Fuck it. Ding, das ist mehr wie ein Zombie-Pedo. Da läuft er. Always some fucking nonce hanging around the fairground. Weiß ich schon mal Bescheid, was auf mich zukommt. There's more where that came from, you red nose. Bin ich denn? Ah, okay, da unten ist noch eine Sicherung, wo ich gerade hin will. Links von mir. Nonce. Was krieg ich jetzt? Zombie-Schwert. Inventar voll, ja. Picture postcard quaint, that is not. Da muss ich hier hin. Da muss ich gegen Zombie-Pedo ran. Wahrscheinlich hätte ich die da. Achso, okay, ich kann. So gut. Wann ist das zum? Hast du das? Ja. Was habe ich denn? Feuer, Blitz, Säure. Ah, nämlich. Ja, nämlich Feuer. Tausche ich dich
gegen dich aus. Und ich tue jetzt schon mal recyceln. Danger, deep water. Okay. Step carefully, Jay. Step carefully. I can see you, you know. Love what you've done with the place. Right, old Rube said it looked like a laptop. There's the prize. Ach, da vor mir, habe ich gar nicht gesehen. That's the ticket. Oh, sorry, bud. Oh, sorry. Don't be junk. Don't be junk. Thank you, Mom. Where's my candy floss? Oh my, Peter Clown. Peter Clown, Peter. Eating to heal itself. Huh?
Oh, Mama. Shit's getting weird. Pardon my French. But thanks for watching over me. Metallkeule der Kompetenz. 808 Schaden, Diggi. Du bist jetzt schon ein Grundwert von 399, Diggi. Hey, Rubes. Hey, do you have it? Yeah, and a new appreciation of the little things in life. Obviously. I need you and that tech back here ASAP. We got a world to save. Right then. Kann ich jetzt irgendwie einen verkürzten Weg gehen? Ja. Ich kann einen verkürzten Weg gehen. Nice. Der Pedoclown, ne? Ach, guck mal hier. No more. Oh no. Joke's on me. Thank you, Jenga Geddon. Okay. Oh, go, Jay. Go. Oh, shit. Mom? Leute, der kann wahrscheinlich nicht schwimmen. Another happy landing. A critic in distress. But is it motivating? In der Nähe des Piers hast du den Strand einer Flaschenboots gefunden. Es war keine Schatzkarte drin, sondern ein Hilferuf. Ein arroganter Restaurantkritiker hat sich in einem Lokal am Pier verschanzt. Schade, dass es kein Fotomodus gibt, ne? Fuck.
Ist die Alte tot? Anscheinend. Warte, ich höre noch was. Was ist Wasser? Da oben ist er. Amanda. Amanda? I told you to stay safe in Bel Air. I know, but I am so happy you're here, Bessie. Because, like, I may have possibly maybe legitimately got stuck up here when a recording went bad, and I may totally, absolutely, urgently need someone like you to help out. Should I say, I told you so? Yeah, not my finest hour. Was trying to figure out how to get online, and I couldn't resist the bright lights of the pier for a video. But for realsies, how about we save the lectures for after you get my cute little butt off this roof? Come on. Diggi, ich schieb dir gleich was anderes in den Arsch. Somewhere safe. Maybe. But what about zombies? They are way scarier here than the ones in Bel Air. But if you turn on those dodgems, the sound might lure them out of hiding. Okay, okay. I see where this is going. Oh, and you can totally use the bumper car's electricity to fry them zombies. You'll be done in no time. Erstmal, Mädels, klaue ich mir die Batterie, ne? Thank you.
suppose. Jay, you allowed her to play you, you soft idiot. Das spüre mit Hilfe der Flaschenpost den arroganten Kritiker auf. Er muss irgendwo mit dir stehen. Irgendwo hier oben. Warum ist die Batterie jetzt wieder da? Da fuck, vor mir ist was Blaues. Bestie, don't be mad. Look around. This is perfect and terrible. Aren't you happy you're saving me from this? Hey, wouldn't it be cool to decap some heads and pop some brains out here? And I'll film it. It will totally juxtapose with this happy place vibe. Yo! We could stick one of them into a mascot costume. Haunted mascots are clickbait gold. The kids love it. Falsche Waffe.
Wollte dich haben. I just want to thank you. This was the best worst suggestion I could have made. I don't know if she's going to get me killed before she gets herself killed. Was ist Zombies in der Nähe? Diggi! Hör doch rein. Ich habe da Probleme. Ich müsste es helfen. Ja, die will ich eigentlich nicht verkaufen, weil die gut für Nahkampf ist. Den will ich ja nicht gucken, verkaufen, weil ich nachher gucken will, wie weit ich da mit den anderen bin. Der Baseballschläger, der hat schon was drauf. Ups.
Twitch hast, ich bin noch online, gut. So, jetzt muss ich einmal kurz sagen, was gucken, was Headset sagt. Headset hat immer noch zwei Balken, Diggi. Ja, moin. Not a sausage. Diggi, ist das mal ein geiler Dropkick. Jetzt. Danke. Okay. Fun fact. Few more zombies here than I remember. But you can handle this, bestie. Don't waste time knocking their gear off. Just yeet these idiots into the ocean. You don't mind if I keep filming this, right? Because I still am.
share this video and crush the like button with cans on a Friday night. They're sleeping with the fishes. Are you really stuck, or is this another ruse? Yes, maybe, sorta. Okay, so maybe I dragged things out a little, with you providing the kind of content that could keep us trending for years. Oh, Amanda, you little... Hey, you did great, and there's no way people will think it's fake now. And in the next video, I promise I'll get your feedback first. Next episode? You are starting to take the fucking piss. Get to the lifeguard HQ. It's safe there. Okay? Wow. You're actually mad. Where's your ambition? Look, you're clearly heated, so let's wrap for today. I can probably get out by myself now. But if we're going to beat all those other channels to a Squirm Lifetime Award, bestie, we're gonna need some fucking cojones! Follow through commitment, yeah? Vier, acht, zwölf Dinger kann ich dort noch machen. Meine Raserei wieder aufzufüllen.
Eine Pistole. Warte, muss ich auch länger mal gucken. Hier läuft auch der Clan rum. Gut. Ja, moin. Hey, das nehme ich mal. Zwei Schläge. Feuerachs. Muss ich irgendwie das scheiß Restaurant finden. Bucket of Fish, der wird es da sein. Oder hier beim Burger. The deer not a sausage. Thank you.
Hello? Yoo-hoo! Oh, rotten fish. Someone's five-star crib. Muss noch mal kurz blasen werden. Jetzt hat er einen Balkenstöpsel geschmolzen. So, ich mache mir auch gerade nebenbei mein Essen schon mal fertig. So, mache ich die Mission, dann schmeiße ich Nudeln rein, den rauche ich ein und dann müsste mein Essen fertig sein. Thank you.
Ja moin, Digi. Der ist aber mal richtig Zombie-Schmaus. Fünf Meter unter mir. Rotten fish got nil point, I guess. Es war einmal eine Stadt namens L.A.
War ein toller Urlaubstop, bis das Virus kam. So kann man es auch betiteln. Wie geht's, wie steht's, Sombina? Alles fit bei dir? Also wie natürlich tut, indem ich suche nach dem einen. Tulli. Ach, warte ich weg. Den nutze ich auch nicht. Komm. So, die drei behalte ich da erstmal noch. Schwere Angriffe erhalten einen größeren Schadensboost, aber die entziehen dir auch Gesundheit. Das ist sicherlich nicht. Wir fangen nicht an, hier rumzuschreien, Mädel. Irgendwo höre ich schon wieder mal so einen dämlichen Clown. Da, Fuck! Hier, friss. Wenn ich gerade eh schon mal hier stehe.
Gracias. Así que bleiben. Kann ich rein? Mich über den gesamten Platz zu bewegen. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht hinten reinkommen beim Pizzagedöns, ne? Hier unten wäre ein angeblicher Durchgang, habe das glaube ich geblockt. Da komme ich hinten gar nicht hin. Nutze seine Rezeption, um ihn aufzuspüren. Null Sicherung. Ja, vor gar nicht, ob ich glaube ich mit 3 tragen. Muss ich aber nachher wieder welche kaufen, dann kann ich bestimmte Räume wieder öffnen. Muss ich aber, sonst würde da kein Zombie laufen.
Bogen konnte ich doch gerade draufschlagen. Schon. Da ist er hier auch nicht.